Ich möchte euch eine coole App vorstellen, und zwar ist diese Amino. Eine App, die es geschafft hat, viele verschiedene soziale und interaktive Sachen miteinander zu vereinen. Wir erstellen uns einen Account. Hier sehen wir Kaito A, Kaito Addictive Content, das ist meiner. Man kann eine eigene Amino-App erstellen. Hier sehen wir auch schon, welchen wir beigetreten sind. Oben haben wir eine Suchleiste, Sprachauswahlfunktion Deutsch. Wir geben hier einfach mal in die Suchleiste ein, German Anime. Klicken auf Suche. Hier sehen wir viele verschiedene Gruppen. Wir joinen jetzt einfach mal der ersten. Hier sehen wir einen kurzen Beschreibungstext und ab geht's. Schon sind wir in der Welt von Anime drinne. Featured, hier kann man Bilder posten, mit anderen Leuten reden. Viele verschiedene Chaträume, die man hier sehen kann. Ein Leaderboard, hier kann man sehen, wer am aktivsten ist. Man kann an anderen Quizze teilnehmen, man kann aber auch eigene erstellen, was ziemlich geil ist. Hier gibt es auch Umfragen, hier seht man schon, wer hat die Wallkinder gelunzt, können wir einfach abstimmen, die anderen Leute sehen das. Eine wirklich sehr, sehr coole App, ja, die es wirklich den Austausch mit anderen Leuten vereinfacht. Wenn euch diese App gefallen hat, bei iOS und Android kostenlos in der Beschreibung downloaden. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video, und zwar geht es mir diesmal um eine Anime-Messe bzw. um das Thema Anime generell. Denn am 1. bis zum 3.6. findet die Anime-Messe statt in Berlin, wobei es eigentlich in Potsdam ist, um genauer zu sein, im Filmpark Babelsberg. Und warum rede ich darüber? Ich war schon bei einigen Anime-Conventions und ich finde es geil. Denn an diesem Ort sind Leute, die das gleiche Hobby wie ihr teilen, ja. Ein Ort, wo man sich einfach so ein bisschen familiärer aufgenommen fühlt. Die Atmosphäre ist einfach wohlgesonnen, geil, man fühlt sich da einfach heimisch. Ja, viele verschiedene Leute, die irgendwie das andere präsentieren. Der eine macht ein Cosplay, der eine setzt sich vielleicht 30 Tage davor hin, 3 Monate oder 3 Jahre davor hin und schneidert sich da Sachen zusammen. Ja, daran erkennt man doch die Leidenschaft, die Liebe zum Anime, egal ob ihr jetzt Konsument seid, ob ihr euch Serien anschaut, Blu-rays, DVDs, es ist egal. Jeder hat irgendwie einen Draht zum Thema Anime, wenn man sich mit dieser Branche etwas auskennt. Und gerade bei dieser Anime-Messe in Filmpark Babelsberg, die ja ein bisschen hoch verlegt worden ist, letztes Jahr war die Anime-Messe, glaube ich, im Kosmos, das war ein bisschen kleiner und da war die Nachfrage wahrscheinlich extrem krass, wobei hier auch schon die Tickets, wie ich gehört habe, schon sich langsam aber sicher dem Ende nähern. Das heißt, wenn ihr ein Ticket haben wollt, solltet ihr euch beeilen, was vorzustellen. Ja, es gibt auf jeden Fall auch ein krasses Programm. Wir können mal angucken, Events, was es alles gibt. Eine Anime-Disco, Anime-Quiz, Nudel-Schlürfwettbewerb, Pendler- und Bring-and-Buy-Auktion. Ja, das heißt, ihr könnt da vielleicht Sachen verkaufen. AMV-Wettbewerb, ein Zeichenwettbewerb, Karaoke, Synchro-Workshop, Maid-Café. Maid-Café, deshalb gehe ich übrigens dahin. Sailor Moon Talk, ja. Ein Zeichen-Workshop und ein Synchronsprecher-Panel von Sagmal TV. Grüße gehen raus, auch wenn ich die nicht kenne, aber ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt. Auf jeden Fall ziemlich coole Sache und viel Stuff dabei. Also hier kann man sich auf jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise individuell entfalten. Und darum geht es doch letztendlich im Thema Anime, beziehungsweise zum Thema Anime. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ich würde mich extrem darauf freuen, wenn ihr auch mal vorbeischauen würdet. Ich bin freitags und samstags da. Und vielleicht verabredet ihr euch ja über die App Amino, um dort dann zu dieser Anime-Messe zu gehen. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn dort ein paar Leute mehr sind. Und ich freue mich ganz besonders auf die Cosplay-Veranstaltung. Ja, dort gibt es ja ein extra Territorium, was abgesperrt wurde für die Cosplayer. Darauf bin ich auch mal gespannt, wie viele Leute sich da Mühe gegeben haben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal in naher Zukunft. Ich bin raus, euer Kaido Akai.